Wer hat Sie in Ihrem Leben persönlich am meisten beeinflusst? Also auf jeden Fall, ich glaube, so wie ja bei jedem Menschen auch meine Eltern persönlich sehr stark beeinflusst. Und ich würde sagen, die letzten 6 Jahre mein Lebenspartner Mario, der hat mir einfach sehr, sehr viel Klarheit und Weisheit mit ins Leben gebracht, obwohl er jünger ist als ich, aber ich würde sagen, der hat mich am meisten mit beeinflusst. Gibt es sonst noch jemanden, wo Sie sagen, der ist persönlich ein großes Vorbild für mich selbst? Ich bin ein Riesenfan von Beyoncé, ich glaube schon immer. Ich finde, das ist eine klasse Frau, die ist einfach eine starke Frau und egal, was sie macht, als Mutter, als Performerin, als Unternehmerin, die ist einfach ein klasse Vorbild. Bei Ihnen ist das fast schon eine vermessene Frage. Sie sehen immer toll und fit aus und nicht müde, aber dennoch, was tun Sie für Ihre Fitness, aber auch für die Gesundheit? Also bei mir steht wirklich die Gesundheit vor der Fitness. Ich mache Sport, um gesund zu bleiben und nicht, damit mein Körper schön aussieht. Und ich ernähre mich einfach gut. Ich versuche viel Gemüse zu essen, viel zu trinken, wenig Alkohol zu trinken, viel zu schlafen. Einfach die Basics und ich hoffe, dass es natürlich irgendwann dann Früchte trägt. Wie ist das mit einem, als Lebenspartner einen Fußballstar, einen Fußballprofi zu haben? Wo sind da die Ups und Downs, wenn es denn welche gibt? Also ich glaube, die Ups sind auf jeden Fall, dass man einfach den gesunden Lebensstil immer wieder mitbekommt, weil er macht sehr viel Sport, er ernährt sich gut und er muss viel schlafen. Und die Downs sind natürlich, dass man relativ viel getrennt ist, dass es immer nur alles sich um Fußball dreht, wir ungefähr 4-mal die Woche ein Fußballspiel schauen müssen, aber ist okay, ich habe mich dran gewöhnt. Könnte man aus 2 Seiten eben, ja. Sie haben es gerade schon so schön gesagt, dass Sie viel von ihm gelernt haben. Was macht ihn für Sie zu Ihrem Traummann? Was sind so die ersten Dinge, wo Sie sagen, wow, das ist es? Ich glaube einfach, sein Herz und wie er ist als Mensch, ist einfach sehr, 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 sehr warmer Mensch und sehr, sehr intelligenter Mensch und offener Mensch. Und das sind mir so die wichtigsten Sachen. Wie sehen Sie sich, wie sehen Sie gemeinsam Ihre Zukunft? Wird über Familienplanung gesprochen, vielleicht dann nochmal Ausland? Das ist ja bei den Fußballstars immer ein Wahnsinnsthema. Auf einmal verschwindet man in ein anderes Land. Wie geht es da bei Ihnen zu Hause? Also im Moment sind wir ja noch in Dortmund und er spielt beim BVB. Wer weiß, wie die Zukunft aussieht, aber er ist sehr glücklich da zur Zeit. Und Familienplanung schauen wir mal. Noch sind wir beide sehr jung, aber wir wollen auf jeden Fall irgendwann Kinder haben. Ganz herzlichen Dank. Danke auch.